Es geht weiter mit den Top-Highlights des Jahres und heute prämiere ich die coolsten Ideen des Jahres 2013. Denn da gab es nicht nur ziemlich skurrile Sachen, sondern auch Zeug, was sich manch anderer nicht getraut hat oder was mich total überrascht hat und deswegen besonders awesome war. Los geht's! Platz 5. Auf Platz 5 ist gleich eine ganze Reihe von Spielen, denn dieses Jahr habe ich mich besonders über Spiele gefreut, die durch ihren grafischen Stil mal was ganz anderes probiert haben. Da gab es so Spiele wie Tearaway auf der PlayStation Vita, wo man tatsächlich durch dieses rückwärtige Touchpad seinen Finger unten drunter durchstecken konnte und der ist dann in der Spielwelt gelandet. Oder dann gab es Puppeteer, wo man so ein kleines Männchen durch so eine riesige Scherenschnitt-Optikwelt geleitet und dann muss man sich mit einer Schere so an kleinen Schnittnähten entlanghangeln. Das ist verdammt putzig gewesen und ist vor allen Dingen eine coole Mechanik gewesen, die in den Bosskämpfen immer zum Einsatz kam. Und dann gab es Dragon's Crown und das hatte Jiggle Physics. Natürlich kann man Dragon's Crown nicht nur auf die wippenden Brüste oder Muckis beschränken, denn irgendwie hatte man bei den Hintergründen immer das Gefühl, das Ganze wäre wie gemalt und würde in ständiger Bewegung sich befinden. All das fand ich irgendwie total spektakulär. Es gab ja noch so Sachen wie No More Heroes, die durch ihren Grafikstil ihre Spiele aus der Normalität weit über das normale Maß hinausheben. Und das ist eine Sache, die man unbedingt prämieren sollte. Platz 4. Greatness awaits. Platz 4 ist eigentlich gar kein Spiel, sondern eine reine Marketingstrategie, aber die war so clever und frech, dass man sie einfach prämieren muss. Denn Sony hat sich dieses Jahr so ein paar Späße erlaubt mit Microsoft, die sich dafür ordentlich in die Nesseln gesetzt haben. Denn während alle Welt gerade nach Los Angeles geguckt hat, auf die E3, wo beide Giganten ihre Pressekonferenzen gehalten haben, hat Microsoft mit der Xbox One vorgelegt und eine ganze Latte von Restriktionen rausgehauen, wie zum Beispiel die Gebrauchtspielsperre. Und Sony hatte sich nicht nehmen lassen, auf der Pressekonferenz, die nur wenig später stattfand, einfach $100 mit dem Preis runterzugehen und dieses Video rauszubringen. This is how you share your games on PS4. Thanks. PlayStation. Da stehen einfach die beiden Bosse von Sony da und tun auf allerfrechste und frischeste Art und Weise klar machen, dass die PlayStation keine Gebrauchsspielsperre haben wird. Und das, fand ich, ist eine der coolsten Aktionen 2013 gewesen. Und da zeigt sich auch, dass man mit ein bisschen Mut und Spielwitz an die Sache rangeht, dass man dann auch die Herzen der Spieler erobern kann. Platz 3. Also wenn das nicht die coolste Waffe ist, die diese Welt je gesehen hat, dann weiß ich auch nicht. In Saints Row 3 und 4 gab es ja jede Menge schräge Ideen, wie zum Beispiel in Teil 4, dass man auf einmal in einem textbasierten Adventure landet. Aber irgendwann im Spiel erhält man diese Kanone und die verschießt Dubstep. Und zwar allerfeinsten Dubstep, denn der Song, der vorne rauskommt, der ist gar nicht mal so schlecht. Und während dann die Welt so anfängt zu wobbeln und alle Leute tanzen müssen, explodieren sie dann irgendwann und alles ist gereinigt und tot. Wie cool ist das denn? Das ist meine Spielidee, die ich echt feiere. Und ich würde ehrlich gesagt noch mehr so geile Waffen sehen wollen. Leider gab es da 2013 bis auf Ratchet und Clank nicht so wirklich viel. Platz 2. Wenn man mich fragt, wo ich dieses Jahr 2013 am meisten gelacht habe, dann würde ich, glaube ich, diesen Moment wählen. Oh nein! Oh nein, ist runtergefallen! Bestes Spiel ever. Oder ich finde es.
Der Surgeon Simulator kam völlig aus dem Nichts und wurde von so ein paar Typen entwickelt, die sich scheinbar irgendwie einen Spaß erlaubt haben. Du steuerst so eine Hand, die total steif ist und sollst damit eine komplizierte Herzoperation durchführen. Und also zwei Dinge, die gar nicht zusammengehören. Und genau das macht die Faszination vom Surgeon Simulator aus, weil das Ganze eigentlich immer darin endet, dass das Herz irgendwo landet oder die Nieren rausgerissen werden oder das ganze Besteck auf dem Boden landet. Das ganze Ding war so erfolgreich, dass es im Juni nochmal eine Vollpreisversion für Steam gab, die viele von euch wahrscheinlich auch gespielt haben dürften, oder sie haben sich eines der Myriaden von Let's Plays angeguckt, die es im Netz mittlerweile gibt, denn die haben alle eines gemeinsam, sie sind unglaublich lustig, wie dieses Spiel, was eine richtig geile Idee war 2013. Platz 1. Und wenn wir von den geilen Ideen sprechen, dann müssen wir zum kuriosesten Fall 2013 kommen. Denn im Falle von Rayman Legends ist es eigentlich gar nicht das Spiel, was ich prämieren möchte, sondern ein einzelner Modus. Kung Food ist nicht viel mehr als ein Fußballspiel, also wo zwei Tore an verschiedenen Enden sind, wo man dann in die Mitte vier Spielfiguren setzt und dann lässt man den Ball reinfallen. Und dann, let's start the mayhem, alle hauen sich auf die Fresse, der Ball fliegt durch die Gegend, irgendwann schreit der Sprecher. Und der Spaß ist perfekt. Das ist wahrscheinlich das beste Partyspiel, was ihr 2013 euch holen könnt. Wenn ihr also noch nicht wisst, was ihr zu Silvester machen sollt, holt euch Rayman Legends, haut euch Kung Fu rein und ab geht das Ding. Mit vier Spielern ist das der größte Spaß, den man 2013 haben konnte, wie ich finde. Und das ist eine unglaublich geile Idee, die eigentlich total simpel ist. Einfach überall einen Ball reinschmeißen und es wird gut. Der ist drin! Da ist er! Jawohl, das gab's doch nicht! Sehr schön. Ich halt alles jetzt. Oh, und ich wurde weggeboxt. Tom, ja, der muss rein! Deck und Kind, der muss rein! Der muss rein! Der Deck und Kind, jetzt! Glasparade, Glasparade, Glasparade! Was ist denn das? Nein! Ja! Ja! Oh, Mann. Oh, es geht noch weiter. Scheiße! Ja! Ja. Oh, das war's dann wohl. Ein Tor, damit sich das auch nichts lohnt. Falls ihr euch fragt, was das hier ist, das ist mein neues Studio, wir sind hier bei mir zu Hause, das wird auch noch ein bisschen ausgebaut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ist die Schärfe, wie ist das Licht und wie ist der Ton. Das wird aber sich in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall bessern. Ich will von euch jetzt noch wissen, was waren denn eure Spieleideen des Jahres? Es gab ja so Sachen wie Antichamber oder The Stanley Parable. Habe ich beide nicht gespielt, aber wenn das bei euch anders sein sollte, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ab in die Kommentare damit. Und sorry nochmal, dass es heute keine B-News, sondern einen Jahresrückblick gab. Dafür das heute.